Die CDU wollte zeitweilig die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe prüfen lassen, nachdem der gemeinnützige Verein vor Gerichten in mehreren Städten erfolgreich Dieselfahrverbote erstritten hatte und als Abmahnverein in die Kritik geraten war. Hallo, mein Name ist Melina Kammerer und ich promoviere hier an der Bucerius Law School im Gemeinnützigkeitsrecht. Wann ist eine Organisation gemeinnützig? Im Alltag wird der Begriff der Gemeinnützigkeit ja für viele unterschiedliche Sachverhalte benutzt. So haben die meisten eine grobe Vorstellung davon, was gemeinnützig ist und was nicht. Wie so oft deckt sich dieses Alltagsverständnis aber nicht unbedingt mit der juristischen Bedeutung. Um also nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wollen wir erst einmal die juristischen Begrifflichkeiten klären. Was Gemeinnützigkeit genau bedeutet, regelt insbesondere ein Steuergesetz, nämlich die Abgabenordnung. Danach ist also erstens der Gemeinnützigkeitsstatus Körperschaften vorbehalten, zum Beispiel Vereinen oder auch GmbHs. Die Abgabenordnung zählt dazu aber auch Stiftungen und sonstige Vermögensmassen. Natürliche Personen, also Menschen wie Sie und ich, und Personengesellschaften, zum Beispiel die OHGs, können dagegen nicht gemeinnützig sein. Warum ist das so? Na, weil die immer, zumindest auch, eigennützig handeln. Außerdem muss die Organisation selbstlos, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Was ist damit gemeint? Zu den gemeinnützigen Zwecken zählen zum Beispiel die Förderung von Kunst und Kultur oder die Förderung von Wissenschaft und Forschung, wie wir sie auch hier an der Bucerius Law School betreiben. Mit Mildtätigkeit ist kurz gesagt die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen gemeint. Gemeinnützige Zwecke sind neben mildtätigen und kirchlichen Zwecken, die erklären sich von selbst, also streng genommen nur eine Kategorie der steuerbegünstigten Zwecke. So heißt es in der Abgabenordnung. In der Rechtspraxis wird gemeinnützig aber oft synonym mit steuerbegünstigt verwendet. Das werde ich im Folgenden auch tun. Voraussetzung ist dabei immer, dass die Tätigkeit auf die Förderung der Allgemeinheit gerichtet ist. Damit ist nicht in etwa gemeint, dass alle Bürgerinnen und Bürger gefördert werden. Stattdessen geht es um eine Förderung im Interesse der Allgemeinheit. Seit einiger Zeit wird nun diskutiert, ob geschlechterselektive Organisationen, also zum Beispiel reine Männervereine, dieses Kriterium erfüllen. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt jedenfalls dann vor, wenn diese geschlechterselektiven Organisationen zugunsten der Allgemeinheit nach außen hin gemeinnützig tätig werden, wie es etwa beim Frauenpolitischen Deutschen Juristinnenbund der Fall ist. Problematisch wird es dagegen bei rein mitgliedernützigen Organisationen, wenn wesentliche Aktivitäten nur einem bestimmten Geschlecht zugänglich sind. So lag der Fall auch bei einem Urteil aus dem Jahr 2017. In diesem Urteil qualifizierte der Bundesfinanzhof eine Freimaurerloge als nicht gemeinnützig, weil sie Frauen von der Mitgliedschaft und von den rituellen Tempelarbeiten komplett ausschloss. Eine Organisation verstößt nämlich gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, wenn sie Mitglieder verschiedenen Geschlechts ungleich behandelt. Eine solche Ungleichbehandlung kann aber nicht im Interesse der Allgemeinheit sein und steht tendenziell der Gemeinnützigkeit entgegen. Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar kann die geschlechtsbezogene Beschränkung der Mitgliedschaft gerechtfertigt sein, und zwar, wenn ein sachlich zwingender Grund vorliegt. Na, und was sind diese sachlich zwingenden Gründe? Zum Beispiel die Geschlechtertrennung beim Sport oder auch die Beseitigung bestehender geschlechtsbezogener Nachteile. Zum Beispiel Frauenhäuser zum Schutz vor Gewalt. Brauchtum und Tradition allein, wie sie teilweise von Karnevals- oder ähnlichen Vereinen zur Rechtfertigung herangezogen werden, sind allerdings kein sachlich zwingender Grund. Sonst wäre ja auch das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot praktisch unwirksam. Warum ist es den betroffenen Organisationen so wichtig, gemeinnützig zu bleiben? Mit dem Gemeinnützigkeitsstatus sind direkte und indirekte finanzielle Vorteile verbunden. Direkt führt die Gemeinnützigkeit zu Steuervergünstigungen für die Organisation selbst, zum Beispiel bei der Körperschaft oder bei der Umsatzsteuer. Davon ausgenommen sind allerdings wirtschaftliche Aktivitäten. Nehmen wir als Beispiel mal einen Fußballverein. Betreibt also unser gemeinnütziger Fußballclub eine Vereinsgaststätte, dann ist er mit diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb steuerpflichtig, damit der Wettbewerb zu gewerblichen Gastronomiebetrieben nicht verzerrt wird. Im Übrigen behält der Fußballverein aber seine Steuerprivilegien, solange der Mittelpunkt der Tätigkeit, der Sport
und nicht der Gastronomiebetrieb ist. Warum? Naja, der gemeinnützige Verein ist ja gerade deswegen gemeinnützig, weil er den Sport fördert und nicht, weil er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält. Warum ist das überhaupt erlaubt? Die wirtschaftliche Betätigung ist mit der Gemeinnützigkeit grundsätzlich vereinbar, weil gemeinnützige Organisationen ihre Gewinne nicht ausschütten dürfen. Zwar werden Gemeinnützige oft als Non-Profit-Organisationen bezeichnet, aber Non-Profit bedeutet nicht, dass gar keine Gewinne erzielt werden, sondern dass diese Gewinne nicht eigennützig verwendet werden dürfen. Wenn also nun große Organisationen wie der ADAC oder der DFB für ihren Gemeinnützigkeitsstatus kritisiert werden, dann wird dabei häufig übersehen, dass auch sie mit ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben steuerpflichtig sind. Beide haben in den letzten Jahren umstrukturiert und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten ausgegliedert, und zwar auf steuerpflichtige Tochterkapitalgesellschaften. Beim ADAC auf der einen Seite gibt es jetzt zusätzlich eine gemeinnützige Stiftung und der gemeinnützige DFB e.V. fördert im Wesentlichen den Breitensport. Darüber hinaus gibt es in solchen Großvereinen natürlich einige Probleme, die auch oft zusammen mit der gemeinnützigkeitsrechtlichen Thematik diskutiert werden. Diese betreffen als Themen der Unternehmensführung aber vor allem das Vereinsrecht, das im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist, also im Zivilrecht und nicht im Steuerrecht. Auf die steuerliche Gemeinnützigkeit hat es aber keinen direkten Einfluss. Zurück zu den Vorteilen der Gemeinnützigkeit. Über diese direkte steuerliche Förderung hinaus setzt der Gesetzgeber auch Anreize, damit sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen an gemeinnützige Organisationen spenden. Insbesondere wird den Steuerpflichtigen ermöglicht, ihre Spende einkommensmindernd steuerlich geltend zu machen. Das kennen Sie alle von Ihrer Steuererklärung. Auf diese Weise trägt der Staat also auch indirekt zu einer Vermögensmehrung gemeinnütziger Organisationen bei. Außerdem bringt der Gemeinnützigkeitsstatus erhebliche außersteuerliche Vorteile mit sich. Zum Beispiel können Strafverfahren gegen eine Zahlung an eine gemeinnützige Organisation eingestellt werden. Der Gemeinnützigkeitsstatus wird in der Öffentlichkeit also als eine Art staatliches Gütesiegel für die Förderungswürdigkeit einer Organisation wahrgenommen. Verliert eine Organisation nun ihren Gemeinnützigkeitsstatus, dann entfallen sämtliche Steuervergünstigungen. Sie muss dann zum Beispiel etwaige Gewinne nachversteuern, sie darf keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen, sodass also auch der Spendenabzug entfällt, von dem normalerweise die Steuerpflichtigen profitieren, die spenden. Oder wenn eine Organisation staatliche Zuschüsse erhalten hat, muss sie die auch zurückzahlen. Im Zweifelfall kann es auch das finanzielle Aus für gewisse Organisationen bedeuten, wenn sie auf diese Zuschüsse angewiesen waren. Dürfen gemeinnützige Organisationen, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, sich politisch betätigen? Ja, die politische Betätigung von gemeinnützigen Organisationen ist momentan in aller Munde. Die CDU wollte zeitweilig die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe prüfen lassen, nachdem der gemeinnützige Verein vor Gerichten in mehreren Städten erfolgreich Dieselfahrverbote erstritten hatte und als Abmahnverein in die Kritik geraten war. Dafür bietet aber weder die aktuelle Gesetzeslage noch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs eine Grundlage. Der Bundesfinanzhof hat zwar letztes Jahr dem globalisierungskritischen Attac e.V. die Gemeinnützigkeit abgesprochen. In diesem Urteil hat das Gericht aber nur seine langjährige Rechtsprechung bestätigt. Danach können sich gemeinnützige Organisationen im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Zwecke weiterhin anlassbezogen politisch betätigen. Allein die isolierte Verfolgung parteipolitischer Zwecke ist nach ständiger Rechtsprechung und auch nach der überwiegenden Meinung im Schrifttum verboten. Nach der geltenden Rechtslage ist nämlich zwischen politischen und gemeinnützigen Zwecken abzugrenzen. Warum ist das so? Diese Abgrenzung hat ihren Grund in der Parteienfinanzierung. Um zu verhindern, dass sich Spenden für Steuerpflichtige mit hohem Einkommen günstiger auswirken als für alle anderen Steuerpflichtigen, unterliegen Spenden an politische Parteien strengen Restriktionen. Eine finanzielle Einflussnahme auf politische Parteien soll aus verfassungsrechtlichen Gründen möglichst verhindert oder zumindest offengelegt werden. Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen unterliegen dagegen weitaus weniger strengen Anforderungen. Wir haben also auf der einen Seite strenge Anforderungen für politische Parteien, Stichwort Chancengleichheit der Parteien und auch politische Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen. Und auf der anderen Seite haben wir weniger strenge Anforderungen für gemeinnützige Organisationen. Wenn sich nun die Deutsche Umwelthilfe punktuell auf einzelne Aktionen beschränkt, die auch eng im Zusammenhang mit ihren satzungsmäßigen Zwecken stehen,
dann ist nicht zu befürchten, dass die Tagespolitik zum Mittelpunkt ihrer Tätigkeit wird. Sowohl die gerichtliche Durchsetzung gesetzlicher Umweltstandards, Stichwort Diesel, als auch die Verfolgung von Wettbewerbsrechtsverstößen durch Verbandsklagen, Stichwort Abmahnverein, gehören zum Kerngeschäft einer gemeinnützigen Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation. Und das gilt unabhängig davon, wie diese konkreten Forderungen inhaltlich und politisch bewertet werden, solange die Organisation sich parteipolitisch neutral verhält. In Einzelfällen ist die Abgrenzung zur gemeinnützigkeitsschädlichen allgemeinpolitischen Betätigung aber durchaus schwierig und die kann auch je nach Finanzamt unterschiedlich ausfallen. Im Interesse der Rechtsanwendungsgleichheit, also ein Verein soll in München die gleichen Chancen haben wie zum Beispiel in Hamburg, als gemeinnützig anerkannt zu werden, könnte eine Lösung sein, für die Beurteilung der Gemeinnützigkeit Zentralzuständigkeiten, entweder auf Bundes- oder zumindest auf Länderebene zu schaffen, statt wie bisher die Gemeinnützigkeit durch die Finanzämter feststellen zu lassen. Außerdem könnte es sich anbieten, einen neuen Fördertatbestand zu schaffen für politische Körperschaften, sozusagen die Leitversion von Parteien. Diese müssten dann aber den gleichen strengen Anforderungen genügen, was sowohl die Spenden als auch die Transparenz angeht. Dadurch würde der Gesetzgeber meines Erachtens die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen stärken, die sich politisch betätigen und dadurch am Prozess der politischen Willensbildung mitwirken.